Heute Morgen wurde der Landkreis St. Wendel von dem Sturmtief getroffen. Insbesondere betroffen sind die Gemeinden Nonnweiler, Nohfelden, Namborn, Tholey, Obertal und Teile des Stadtgebietes in St. Wendel. Überwiegend handelt es sich um umgestürzte Bäume, überflutete Straßen und teilweise abgedeckte Dächer. Schwierigster Einsatz war in der Gemeinde Namborn, dort an Höhe der B41. Da traf ein umgestürzter Baum ein PKW während der Fahrt. Der 34-jährige Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Einsätze dauern weiterhin an. Ich halte euch hier auf dem Laufenden.